Herzlich willkommen bei der Teachers Academy. Da sind wir wieder live dabei aus unserem Studio. Und ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ist ja schon eine gute Tradition, dass wir direkt nach dem Mittag mit Ihnen in ein Stückchen Fortbildung in unsere Teachers Academy einsteigen. Heute haben wir eines der spannendsten Themen, wie ich finde, überhaupt, wenn man die Social Media Dienste verfolgt, was ich so halbwegs gerade noch schaffe, weil wir doch eine ganze Menge an Vorbereitung auch immer brauchen, kommt immer wieder eine große Frage und sagt, welches Gerät ist jetzt das Richtige für mich und oder meine Schülerinnen und Schüler? Und wir sind ja hier keine Verkaufsveranstaltung und trotzdem wollen wir Sie heute einmal mitnehmen mit einem Gerät, einer Geräteklasse, die wir für sehr geeignet halten. Das stelle ich Ihnen jetzt auch gleich vor. Ich bin wie immer nicht alleine, obwohl ich im Studio alleine bin. Das wissen Sie jetzt auch schon. Das müssen wir bald nicht mehr extra erwähnen. Mir zugeschaltet ist Jutta Schneider. Hallo Jutta. Ich winke mal. Hallo, wow. Was ist bei dir passiert? Bist du in einen Farbeimer gefallen? Ist ja Wahnsinn. Das ist schön. Ich beantrage, dass bitte die Büroräume jetzt so gestrichen werden. Ich finde das ganz schön. Aber brauchen wir ja nicht mehr. Ich sitze tatsächlich in meinem Büro, aber das ist ein Hintergrundauswahl, so wie du auch eine Hintergrundauswahl hast, wie ich dich sehe, dass Microsoft Teams gerade zur Verfügung stellt. Das heißt, ich muss nicht mein Schlafzimmer, mein Wohnzimmer, meine Küche zeigen, sondern kann aus einer Auswahl an verschiedenen Bildern wechseln. Vielleicht überrasche ich dich und mache nachher was anderes, mal sehen. Oh, da bin ich ja gespannt. Ich finde das eine ganz tolle Funktion, weil sie auch Datenschutz tatsächlich transportiert und es ist auch ein Element von Datenschutz. Ich habe einige Kolleginnen und Kollegen, einige Expertinnen schon eingebunden, wo ich nicht wusste, wo sie gerade sitzen. Und das war vielleicht auch ganz gut so. Nicht jeder hat jetzt gerade ein Arbeitszimmer oder vielleicht sogar zwei Arbeitszimmer, wenn beide zu Hause arbeiten müssen. Und dass wir ab und an im Büro auftauchen, ist, glaube ich, auch normal wie in der Schule. Gestern waren wir live in einer Schule zugeschaltet. Da laufen die Vorbereitungen und ein solches Format, wie wir es hier herstellen, kann man ja gar nicht produzieren, ohne im Studio zu sein. Aber das nur nebenbei. So, Jutta, heute eine wichtige Frage. Ich habe sie schon genannt. Wie geht's dir bei dieser Fragestellung? Was ist das richtige Gerät? Also ich bin ja schon seit langem Nutzer von einem Surface Tablet. Ich hatte früher von einem Surface Laptop. Ich hatte früher ein Surface Tablet, aber es ist für mich, für meinen Arbeitszusammenhang total wichtig, dass ich ein Laptop habe. Damit bin ich für meinen Arbeitskontext gut aufgestellt, weil ich die Tablet-Funktion eigentlich für mein Aufgabenpaket nicht so viel benötige. Trotzdem kann ich die Touch-Funktion, so, das haben ja die Laptops genauso, die Touch-Funktion benutzen, aber ich brauche eben nicht, um die Tastatur abzumachen und das im Tablet-Modus zu nutzen. Das habe ich zu wenig genommen, deshalb habe ich einen Laptop an meiner Stelle. Okay, ich bin Surface-Fan von der ersten Stunde, also Surface Love trifft auf mich wirklich zu. Ich hatte das allererste Gerät mit den Schlaumäusen zusammen, weil wir sie bei uns entwickelt haben. Heute haben wir uns entschieden zu sagen, wir gucken mal aus einer Schülerperspektive. Und das Schöne ist, wir haben nicht nur eine Schülerperspektive, sondern auch eine andere Kameraperspektive. Die Jutta kann jetzt nicht gut sehen, was ich tue. Da müssen wir uns ein bisschen rantasten, wie du so, musst mich immer mal fragen, was du gerade machst. Vor mir liegt jetzt ein Gerät mit all den Dingen, die wir brauchen. Und es geht nicht um dieses Gerät ganz konkret. Das ist ein Surface Go, was hier liegt. Es ist mein Surface Go. Ich liebe es über alles. Es geht darum, eine Frage zu beantworten, die viele Lehrerinnen und Lehrer haben. Für meine Schülerinnen und Schüler, was ist das richtige Gerät? Und viele sagen, ja, okay, also Strom ist klar, das habe ich hier. Strom brauche ich für jedes Gerät. Zu dem spezifischen Strom komme ich nochmal. Das ist ein kleines, nettes Netzteil, wunderbar. Netzteil gehört dazu. Das Zweite, was ganz viele Geräteklassen anbieten, auch natürlich Surface, ist der Stift. Ich denke, ohne einen Stift und wenn man wirklich mal in Schulen geht, wo intensiv mit Medien gearbeitet wird, ohne Stifteingabe kann man nicht wirklich produktiv tätig sein. Und das ist mein absoluter Liebling. Heutzutage gehen Sie bitte nie ohne Adapter aus dem Haus. Ohne Adapter können Sie viele Dinge nur noch schwer tun. Mal abgesehen davon, dass der geliebte USB-Stick hier reinkommt. Da kommt die Speicherkarte von der Spiegelreflexkamera oder andere Dinge hinein. Und Sie haben natürlich auch den wunderbaren Anschluss für HDMI. Das ist ein USB-C-Adapter, weil Surface Go so modern ist, dass es das auch schon hat.
Sie haben gesehen, das alles, was ich jetzt gezeigt habe, hat gar nichts mit dem Gerät zu tun, weil das Gerät liegt hier unten drunter. Sieht man aber gar nicht. Ich drehe es mal rum. Dann sieht man nur einen wunderbaren Aufkleber. Den muss ich ein bisschen zuhalten, habe ich nicht dran gedacht. Also von hinten sieht man schon ein bisschen, dass es ein Surface ist. Sie können das quasi aufklappen. Das ist ja der ganz, ganz große Trick von Microsoft, dass es hier einen Kickständer gibt, mit dem ich das Gerät in jede beliebige, und jetzt klappe ich es auf, Position bringen kann. Und ich dann nicht, wie vielleicht andere, einen Holzkeil brauche. Ich habe hier extra einen im Studio vorbereitet, ein wunderschöner Holzkeil. Der gehört in gewisser Weise der Vergangenheit an, weil Sie können das Tablet fast ganz flach legen. Und Sie können es aber in jede Position mit diesem tollen Ständer, der direkt fest verbaut ist an diesem Convertible, benutzen. Warum ist das eigentlich Convertible? Wieder so ein komisches englisches Wort. Thomas, darf ich dich kurz unterbrechen? Kannst du mal sagen, warum? Also ich hatte tatsächlich heute früh im Homeschooling mit meinem Sohn den Fakt, ich hatte noch ein altes Tablet, das nur zwei Einstellungsstufen hatte. Warum man das denn eigentlich braucht, dass man verschiedene... man das quasi so in jede beliebige Position bringen kann. Und das konnten die alten Surface-Geräte tatsächlich nicht. Die hatten feste Einstellungen. Und das fand ich ganz schade. Natürlich würde dein Sohn sagen, ja, Mama, beim Netflix gucken auf der Couch ist das doof, wenn das so steil steht. Da will ich es mir auch in eine schöne Position bringen. Wenn wir aber gleich mit dem Stift arbeiten, ich zeige ihn dir hier nochmal, will ich meine Hand ganz anders auflegen. Und in dem Moment, wo ich mit dem Stift viel mache, ist die Neigung des digitalen Blattes natürlich entscheidend. Genau, und nicht nur das. Ich musste tatsächlich heute, wir haben keinen, der hat Homeschooling mit seinem Onkel gemacht, der hat ihm Mathe beigebracht und es gab keinen Neigungswinkel, der für die Videokonferenz funktioniert hat. Das heißt, auch da muss man ein bisschen austarieren. Deshalb bin ich auch froh, hier mein Laptop zu haben. Hier kann ich nämlich auch das so einstellen, dass du mich gut siehst und dass sie mich auch zu Hause ganz gut sehen. Genau, du bist ja auch im Weltraum, du gehst da wie eine Rakete durch, hoch und runter, so gefällt mir. Also hier liegt jetzt schon das Tablet, ich habe aber schon ein komisches Wort gesagt, nämlich Convertible. Also dieses Gerät ist tatsächlich kein reines Tablet, was wir hier sehen von oben, sondern zu diesem Gerät gehört von Anfang an bei Microsoft eine anklickbare Tastatur. Das war das sogenannte Type-Cover, war von Anfang an immer auch eines der Highlights. Mittlerweile eine wirklich fantastische Tastatur, mit der man auch längere Texte schreiben kann. Und somit hat man hier das Beste aus zwei Welten. Man hat ein Tablet, klein, sehr leicht, Größe vom iPad, also ungefähr die gleiche Größenordnung. Viele kennen das iPad, wer das Surface Go noch nicht kennt. Es gibt aber auch viele andere Convertibles, die diese Größe haben. Diese Größe ist etwas mehr als A5 und ich halte sie für Schüler für ideal, weil sie nicht so schwer sind. Sie sind sehr leicht, also wirklich, ich habe sie ja mit zwei Fingerchen, also es wiegt fast nichts. Und sie sind aber für Schüler prima. Für die Lehrperson gibt es das Ganze auch in größeren Bildschirmen. Dann heißt es nicht mehr Go, dann heißt es Surface bitte? Pro, oder? Pro, genau. Surface Pro 7, wie auch immer. Diese Tastatur, die ist ganz wunderbar, die ist magnetisch, die kann man hier ranklicken. Und auch da hat man an der Tastatur diesen Effekt, dass man die in verschiedene Neigungen bringen kann. Also die hat hier so eine, mal gucken, ob er das zeigen kann, die hat hier quasi so eine Falzkante mit Magnetismus. Und die kann ich jetzt hier zack reinbringen, weil auch beim Tippen es natürlich viel schöner ist, wenn ich ein bisschen eine Neigung der Tastatur habe. So, ich könnte das Gerät jetzt aufstellen, dann sehen wir aber nichts mehr in der Kamera, dann sieht das zwar ganz hübsch auf Ihrem Videobild aus und dann kann ich den Stift noch in die Hand nehmen, sieht ganz toll aus, aber das war nicht die Idee, wir wollen Ihnen ja ein bisschen zeigen, was wir damit machen können, geht hier ja wirklich nicht um dieses konkrete Gerät. Mittlerweile gibt es zum Glück sehr viele Hersteller, die ähnliche Convertibles herstellen. Das ist ein bisschen so der Goldstandard geworden von Microsoft. Ich habe nochmal die Tastatur abgemacht, lege die mir mal zur Seite und möchte mich gern einloggen. Das geht bei uns ganz leicht. Ich hoffe, Sie haben den PIN nicht gesehen. Hier ist noch das letzte offen. Und was Sie jetzt sehen, hier auf der Kamera, ist der nächste Vorteil von der Geräteklasse Convertible, also beides, Tablet und Laptop aus der Windows-Welt. Weil Sie sehen, von oben gesehen, ein ganz, ganz normales Betriebssystem, so wie Sie das auch als Lehrer benutzen, wie Sie das in vielen, vielen Schulen vorfinden. Das ist also eine ganz standardmäßig Windows 10 neu installiert mit allen Funktionalitäten, die Sie haben. Das heißt, Sie gewinnen mit so einem Convertible nicht nur ein kleines, leichtes und schönes Gerät, sondern Sie bekommen auch die Möglichkeit einerseits
als Tablet zu arbeiten, so wie ich das jetzt auch in vielen Stellen machen werde, mit meinen Fingern und mit dem wunderbaren Stift. Und Sie können aber ganz leicht die Tastatur wieder anstecken, weil es gibt doch eine ganze Menge Fälle, das werden wir auch gleich sehen, wo Sie eine Tastatur für sehr, sehr hilfreich erachtet. Und dann können Sie die auch benutzen. Das vielleicht mal zu den Geräten. Die Akkus heutzutage von diesen Geräten, achten Sie darauf, wenn Sie sich dafür ein Gerät entscheiden, die Surface-Geräte halten von der Akkulaufzeit sehr, sehr, sehr lange. Also da bin ich sehr begeistert. Schauen Sie da einfach ein bisschen drauf und bitte vergessen Sie es nicht. Ich sage es nochmal, dieses wichtige Teil, der Adapter, den müssen Sie heutzutage sich dann doch zulegen, weil zu viele verschiedene Anschlüsse da sind und dass Sie den haben. Eine Kleinigkeit noch, und dann höre ich mit dem Gerät auf, ist dieses Netzteil. Die Idee für einen magnetischen Stromanschluss kommt von Apple, das kann man ruhig sagen. Sie waren die Ersten, die das gemacht haben. Die haben es wieder abgeschafft. Ich finde es verrückt, weil ich finde das fantastisch. Ich kann das hier einfach abziehen. Vielleicht kann man das nochmal zeigen von der Kameraposition her. Also ich habe hier einfach so ein magnetisches, also so das Kabel, und das kann ich jetzt hier, ohne dass ich was tue, in die richtige Position bringen, und dann schnappt das, wenn ich es richtig sehe, einfach ein. Und wenn aber jetzt was im Kinderzimmer oder in der Schule passiert, doch mal der Strom benötigt wird und jemand dagegen läuft, dann geht das einfach ab und zack, dann haben Sie das wieder, kann nichts passieren, das Gerät fällt nicht runter. Das finde ich eine ganz wunderbare Geschichte. Sie haben also ein Netzgerät mit so einer magnetischen Buchse. Ich mag es sehr, weil mir ist das ein paar Mal schon wirklich passiert, dass das Gerät kurz vorm Absturz war. Es gibt verschiedene Hüllen für all diese Geräte. Fühlen Sie sich da frei, sich was Lustiges auszusuchen. Schülerinnen und Schüler lieben es. So, das war der Part. Wenn also die Frage kommt, was soll ich für ein Gerät für Schülerinnen und Schüler anschaffen? Wir empfehlen Convertibles, also Geräte aus Laptop und Tablet in einen, wo Sie beides zusammen haben. Die gibt es in fast allen Preisklassen. Versuchen Sie nicht zu geizig zu sein. Umso billiger die Geräte sind, umso weniger Leistung haben Sie. Hier haben Sie jetzt mit dem Surface Go ein Gerät, mit dem Sie auch klassische Spiele wie Minecraft zum Beispiel spielen können. Es ist sehr leistungsfähig, das sehen Sie gleich. Jutta, hast du Fragen dazu? Nee, zu dem, da ich, meine Frage habe ich ja schon gestellt. Ich glaube, das Gerät ist soweit gut klar. Okay, darum geht es auch nicht so sehr. Zack, ersten Teil haben wir geschafft. Wir haben mal so ein Gerät hier gezeigt, wie man das anfassen kann, wie es aussieht. Ich mag die Dinger. Tastaturen gibt es in allen Farben. Herrlich. So, da ist es. Und nun? Jetzt ist ja die Frage, was kann man denn damit machen? Also es gibt ja verschiedene Dinge, die vielleicht schon drauf sind, aber auch andere Dinge, die man benutzen kann. Was kann man in den unterschiedlichen Fächern vielleicht machen? Also gibt es irgendwas Spezielles fürs Fach Biologie, fürs Fach Mathematik? Wie unterstützt jetzt oder wie kann man, was braucht man dafür, damit man das Surface gut im Unterricht mit verschiedenen Altersklassen und so weiter einsetzen kann? Mhm. So verschiedene Szenarien. Wie alle Geräte braucht man heutzutage einen Store. Das kann ich hier auch machen. Ich gehe auf die Suche hier unten. Ich gebe einfach mal Store ein und lande, da es ja hier um Windows 10 Gerät sich handelt, in den Microsoft Store. Den mache ich mal auf, so wie er jetzt gerade kommt. Und da wird einem die große Vielfalt an Dingen angeboten. Ich kann jetzt hier reingehen und kann nach einem Stichwort suchen. Anatomie zum Beispiel. Und dann kann ich draufklicken und dann bekomme ich hier eine Vielzahl von Apps. Anatomieatlas sehe ich hier sofort mit der USK-Einstufung. Also Jugendschutz ist beachtet und auch alle anderen Dinge. Ist sogar eine kostenlose App, die man hier hat. Man bekommt eine Beschreibung und auch noch viele ähnliche Apps bis hin zu einigen, die wir uns jetzt anschauen. Sie müssen sich da ein bisschen durchhangeln selber. Es gibt auch Verzeichnisse. Ich weiß zum Beispiel, dass es in der Schweiz eine Webseite gibt, die nur solche Edu-Apps sammelt, die so hochfrequentiert ist im Moment, dass sie einen neuen Server suchen. Ich kann Ihnen nur empfehlen, gucken Sie regelmäßig rein und verfolgen Sie in sozialen Netzwerken, zum Beispiel das Twitter-Lehrerzimmer. Es gibt so, so, so viele tolle Sachen und es kommen im Moment auch sehr häufig neue Apps dazu. Das ist sozusagen voll. Sie können auch nach Mathematik suchen.
Mathematik. Das kann ich nochmal bestätigen, Thomas. Tatsächlich sowohl Twitter als auch Instagram wird ganz viel von Lehrkräften gerade in der jetzigen Zeit geguckt, was nutzt ihr denn für den Matheunterricht, was nutzt ihr für den Biounterricht. Es werden Empfehlungen gegeben, weil man ja vielleicht nicht die Zeit hat, sich alle Apps dann einmal in der Ruhe anzuschauen, sondern da kann man auf Empfehlungen aus dem Lehrerkollegium heraus schon arbeiten. Es gibt auch einige Lehrkräfte, die schon Blogs schreiben. Ja. Wo dann auch die eine oder andere App wirklich im Detail, da ist einfach das Netz durchforsten, da gibt es ganz viel Anregung, ganz viel Austausch schon in der Community selber. Vielleicht können wir in die Bio ein paar schöne Apps, die ich jetzt auch noch zeigen will, einfügen. Eine meiner Lieblings-Apps sehen wir hier schon, GeoGebra. Ich glaube, der Goldstandard, der Klassiker für Matheunterricht in der Mittel- und Oberstufe für die Schule. Mittlerweile auch Grundschule. Das ist jetzt auch neu. Ja, wow. Auch erste bis vierte Klasse gibt es Mathematik, wow, bei GeoGebra. Wow, ganz, ganz toll. Viele Apps sind kostenfrei. Viele von Verlagen zum Beispiel kosten natürlich Geld, weil die Herstellung von Content auch sehr aufwendig und sehr teuer ist. Ich möchte Sie gar nicht jetzt hier durch diesen App Store führen. Ich will einfach zeigen, gehen Sie in den Store, schauen Sie sich an, was Sie für sich gut benötigen können. Der Store ist voll, er wächst. Es ist sicher so, dass es einen gewissen Unterschied gibt zwischen den Apps, die es im Microsoft 10 Store gibt oder denen, die es bei Apple gibt. Viele gibt es in beiden Welten, manche nur in der einen, manche nur in der anderen. Das ist Ihre Herausforderung. Wir können sie hier von unserer Position aus her nicht auflösen. Es gibt natürlich auch meinen absoluten Liebling, weil er aus unserem Haus kommt. Also wenn Sie hier mal eingeben, schlau, und mehr müssen Sie gar nicht mehr eingeben, allein schon schlau reicht, dann sind hier schon die Schlaumäuse zu sehen. Und es kann auch nichts passieren, wenn Sie die App schon haben, dann wird Ihnen das ja im Store angezeigt, Sie könnten sie jetzt sofort starten. Natürlich sind die Schlaumäuse im Land der Sprache auch zu finden, übrigens auch im App Store von Apple. Also da machen wir auch keinen Unterschied, sondern wir versuchen auch für viele Geräteklassen solche Apps herzustellen. Genau, also da hätten wir ja dann, für Mathe hast du schon was erwähnt, gucken wir uns ja bestimmt gleich genauer an. Genau. Und für das Thema Sprachlernen in der Schuleingangsphase, die sogenannte SAF-Phase, haben wir quasi als Beispiel mal die Schlaumäuse mit dem Programm, die wir uns auch gleich nochmal anschauen. Genau, aber das ist nur die eine Welt. Das ist quasi die Welt der Apps, wo viele Verlage, viele aktiv werden. Andererseits heißt ja Schule auch ein Stück Vorbereitung aufs Leben. Und sehr, sehr viel passiert eben heutzutage in, sage ich mal, der Office-Welt, wobei das fast schon ein komisches Wort ist. Microsoft benennt ja sogar Office 365 nun um in Microsoft 365, weil dieses klassische Office gibt es ja so gar nicht. Ich kann das nur so vermuten, dass man das deshalb macht. Also viel, viel, viel findet auch in ganz klassischen Formaten statt wie Word, Excel, PowerPoint. Und der Vorteil von so einer Mischung aus Tablet und Laptop ist eben, dass Sie auch Ihre ganz klassischen Programme haben. Word, das starte ich hier. Und es ist eben das Word, so wie man auch später im Beruf arbeiten wird. Ich mache mein, ist lustig, nur Word, also wie man im Beruf arbeiten wird. Ist mir gleich aufgefallen. Ja, okay. In Teams mit Word arbeiten. Genau, in Teams mit Word arbeiten. Dann habe ich schon den ersten Fehler, aber ich will es noch ein bisschen größer machen. Ich habe mir jetzt einfach so ein Dokument aufgemacht. Sie sehen, das ist Office 365, das ist das neueste Word. Damit kann man so fantastische Dinge auch gemeinschaftlich tun. Ich wollte aber mal anfangen. Ich habe die ganze Zeit hier so ein Ding in der Hand. Ne? Ich wollte mal als erstes zeigen, wie das funktioniert. Ich gehe hier einfach auf Zeichnen, wähle mir einen Stift aus und nun mache ich aber für mich wieder einfacherweise die Tastatur ab. Dann kann ich die Hände besser auflegen. Und nun kann ich hier im Word anfangen. Das siehst du natürlich nicht, was ich Schönes mache. Eine wunderbare kleine Wolke zeichnen. Dann kommt durch diese Wolke ein großer Blitz, weil in der Wolke habe ich so einen kleinen Virus, der da rausgeflogen kommt. Und der Blitz, den habe ich deshalb angemalt, weil wir jetzt eine wunderschöne Maske haben, ja, die wir uns vor das Gesicht setzen. Hier sind meine Augen und meine wunderbaren Ohren. Nicht vergessen, aber ich habe die Bügel zu kurz gemacht. Die mache ich aber bunt. Also die Gummis gehen hinter die Ohren. Und wenn Sie diese ganz tolle Maske aufsetzen, dann
Ausrufezeichen, also nicht mehr mit dem Blitz, sondern eigentlich Ausrufezeichen, tragen Sie eine Maske. Das kann ich einfach machen. Sie können sich jetzt freuen, was ich für ein riesengroßer Künstler bin. Aber darum geht es, glaube ich, heute in dem Webcast nicht. Ich muss nicht meine künstlerischen Fähigkeiten zeigen. Das Schöne ist, wenn Sie im Word arbeiten, Sie arbeiten weiterhin auf A4-Blättern. Ganz normal. Also Sie haben sozusagen Ihr klassisches Format. Sie können auf Start gehen, auf Einfügen. Ich will schnell eine neue Seite einfügen. Machen Seitenumbruch, dann habe ich hier also eine neue Seite gewonnen. Das ist ein Vorteil, wenn man mit Word arbeitet, dass Sie nicht so ein wie auf dem Whiteboard so ein endlich langes Blatt haben, sondern wirklich A4-Seiten. Und will Ihnen gleich noch etwas zeigen, was mich total fasziniert. Ich gehe wieder auf das Zeichnen mit dem Stift. Und da gibt es jetzt für Mathematik, ich bin ja Mathelehrer, ich bin ja Mathematiklehrer. Und da gibt es eine wunderbare Geschichte. Ja, ich kann jetzt schreiben mit dem Stift, zum Beispiel f von x ist gleich 2 hoch x. Oh, das hat noch nicht so funktioniert, wie ich wollte. Ich habe nicht ordentlich geschrieben, kann sofort wieder löschen. Also ich fange nochmal an. F von x, das hat er geschafft, ist gleich 2. Ja, ich komme mit der Handwellen da unten drauf, hoch x. Und jetzt hat er diese Formel. Und jetzt kann ich die einfügen, diese wunderbare Formel. Ich habe sie natürlich auf dem falschen Blatt eingefügt. Das ist aber kein Problem. Ich kann sie mir auch nehmen und dann woanders hinschieben. Da brauche ich jetzt wieder netterweise meine Tastatur. Das war vielleicht ein Fehler, sie hier anzuschließen, abzunehmen. Jetzt kopiere ich mir die einfach, Steuerung x. Einmal markieren, Steuerung x. Und jetzt gehe ich hier oben in mein neues Blatt. Muss mal gucken, wo ich bin. Da oben drüber will ich gehen. Mach mir ein bisschen Platz. Ich bin immer noch nicht im neuen Blatt. Ja, Jutta, das kannst du jetzt sehen, was ich da Tolles mache. Ich sehe es ja ein bisschen zeitverzögert im Stream. Ja. Aber was ich ganz interessant finde, den Stift, den gibt es ja schon länger für das, für die Geräte. Und Das ist immer genau das, was man, wenn man ja selber noch mehr nicht mit diesen Touchgeräten aufgewachsen ist, sondern tatsächlich ganz viel schreibt, Notizzettel schreibt und so weiter. Da kommt einem der Stift, mit dem man auf seinem Tablet arbeiten kann, unheimlich entgegen. Also ich habe mittlerweile in ganz vielen Fortbildungen, die wir begleiten, wo die Leute da sitzen, die Lehrkräfte oder auch andere da sitzen und auf ihrem Tablet mit dem Stift handschriftliche Notizen machen, weil dann einfach diese ganze Zettelwirtschaft aufhört. Man hat dann seine, seine Blätter, wir stellen ja nachher vielleicht noch das OneNote vor, die man dann gleich sogar auch strukturieren kann. Und es fällt einfach weg, dass man seine Notizen wieder verliert. Und man hat aber trotzdem dieses ich muss es mir selber aufschreiben. Das ist ja auch so ein Lernprozess, mit der Hand selber was aufzuschreiben, ist gleichzeitig auch da. Und das dann tatsächlich auch, du sagst ja, deine künstlerische, aber auch deine Schreibfähigkeit hier nicht unter Beweis stellen zu müssen, aber auch tatsächlich eine Schrift, die jetzt vielleicht nicht eine Grundschullehrerin Schreibschrift ist, wird erkannt und kann dann umgewandelt werden. Weil mir geht es selber auch oft so, dass ich meine Handschrift ja irgendwann auch gar nicht mehr lesen kann und nicht mehr weiß, was ich da geschrieben habe und dass man das halt dann dadurch auch schon vermeidet. Finde ich eine ganz, ganz sinnvolle Zusammenführung von zwei Funktionen. Du hast mir ein Stichwort gegeben, das kann ich gleich aufnehmen, Notizbuch, also OneNote. Ohne die App würden wir, glaube ich, an vielen Stellen nicht mehr alle unsere Dinge bewältigen können. Ich mache hier schnell mal eine neue Seite. Und auch hier hat er sich jetzt gemerkt, dass ich den Stift benutze. Und jetzt kann ich hier eine ganz wunderbare Sache malen. So, ich will nämlich einen Schnittbogen malen mit verschiedenen Größen und zwei Teilen. Hier kommt jetzt der Saum hinein. Man sieht schon, was ich heute male. Ne? Also eine wunderbare Maske, die ich dann, geht hier so ein bisschen eher so hoch, kann ich immer wieder korrigieren. Ich kann den Stift umdrehen, habe sofort die Löschfunktion und kann im OneNote jetzt hier vielleicht ein Schnittmuster zusammenstellen. Ich kann verschiedene Anmerkungen hier machen und ich kann natürlich auch wieder ähnlich wie hier Freihand in Formen. Also ich kann jetzt hier so ein Kästchen malen und schon macht er mir daraus ein wunderbares Parallelogramm, in das ich dann in dem nächsten Schritt mit meiner Tastatur, wenn ich jetzt wieder wechsle, gehe hier rüber, gehe zu meiner Tastatur und schreibe jetzt ein
Beschreibungstext, also Beschreibungstext einfügen. Und wenn ich mich nicht verschreibe, das ist jetzt sehr klein für mich hier im Studio mit der leichten Spiegelung, durch das viele Licht hier drin. Und jetzt kann ich den nehmen und kann den hier drüben einsetzen. Und dann weiß meine Kollegin, die sich vielleicht mit Texten besser auskennt, dass sie hier noch einen Beschreibungstext einfügen kann. Aber da ist schon ein wunderbares Viereck drum. Und so kann ich, fehlt noch etwas. Ich habe noch nicht beschrieben, um was es sich handelt. Maskenbau zu Hause. Und so kann ich eine kleine Anleitung schreiben und im OneNote arbeiten. Was im OneNote aber noch geht, Jutta, soll ich dir was sagen? Dieses OneNote, gerne. Das ist der absolute Hammer. Pass auf. Ich habe mir hier einen kleinen Text vorbereitet, der heißt, das ist mir wirklich zu klein. Beim allerbesten Willen, das muss ich mir vergrößern. Das ist ja tatsächlich auch was super schnell und so funktioniert. Genau, so jetzt habe ich. Ich habe hier was ganz Tolles, ne? Pass auf, ich kann dir gerne einen Kaffee kochen. Hans, wieso denn Hans? Da muss doch Jutta hin, warte. Ich kann dir gerne einen Kaffee kochen, Jutta. Toll, ne? Soll ich nochmal sprechen? Nein, aber was ich dir zeigen will ist, pass auf, ich habe diesen Text, ja, und integriert in das OneNote ist ja der sogenannte plastische Reader. Ja. Wenn ich ihn jetzt gleich finde, da ist er. Und pass auf, was jetzt passiert. Pass auf. Ich starte den. Mal gucken. Und jetzt, Achtung! Ich kann dir gerne einen Kaffee kochen, Jutta. Hast du gehört? Habe ich gehört. Warte, kann ich nochmal lauter machen? Ich kann dir gerne einen Kaffee kochen, Jutta. Das ist eine Funktion, die ich sofort habe. Ich kann mir alles vorlesen lassen, gerade für Kinder, die noch nicht so gut lesen können. Er sagt immer zweimal Jutta, wahrscheinlich mag er dich so. Ich kann mir aber hier noch mehr anschauen. Ich kann mir verschiedene Farben einstellen im Design. Und ich kann auch Sprache tatsächlich entdecken. Entschuldigung, ich habe hier drauf. Ich kann mir zum Beispiel mal anzeigen lassen, was die Verben sind. Kann und kochen. Das überrascht uns nicht, ne? Und dann können wir auch mal gucken, was die Nomen sind, also die Substantive. Und dann sieht man hier Kaffee und Jutta. Und das finde ich fantastisch an dem plastischen Reader. Und er kann noch mehr, und das wollte ich dir eigentlich zeigen. Der kann nämlich auch, da musst du mir aber helfen, Jutta. Kannst du mir kurz helfen? Ja, klar. Jetzt habe ich es zugemacht. Warte, ich mache das nochmal auf. Ich bin wirklich... OneNote. Genau, und der plastische Reader, der ist quasi in ein aktuelles OneNote bereits vorab integriert. Das heißt, man braucht auch nichts Zusätzliches. Der heißt auf Englisch heißt der Immersive Reader, weil etwas ja parallel passiert, während man es schon eingibt. Also man muss sich um nichts Zusätzliches kümmern. Das ist quasi schon drin und kann durch einen einfachen Klick aktiviert werden. Man muss es nicht benutzen, aber wenn man eine Lerngruppe hat, wo man eventuell auch für eine Lernunterstützung das machen möchte, kann man das integrieren oder man nimmt das schon konzeptionell in seinen didaktischen Plan mit rein. Genau, je nachdem, für was man ihn benutzen möchte. So, jetzt bin ich vorbereitet, Jutta. Kannst du mir in einer anderen Sprache das übersetzen, in Schwäbisch oder Englisch? Oder los! Englisch oder Französisch kriege ich hin. Ob ich das schreiben kann? Ich kann dir gerne einen Kaffee kochen. Okay. I'd like to make a coffee for you. Warte, I like to make a coffee for you. Ja, ich bin ja schon dabei. Die Rechtschreibekontrolle ist noch auf Deutsch, aber ich glaube, dass es so einigermaßen aussieht. Und was ich jetzt mache, ich markiere das, ja? Gehe wieder zu meinem Lieblingstool, dem plastischen Reader. Und pass auf. Testest du, ob ich richtig Englisch spreche? Pass auf. Ich kann dir gerne einen Kaffee kochen, Jutta.
Hey, mach mal weiter. Jutta. I like to make a coffee for you, Jutta. Gut, oder? Du scheinst Weg falsch geschrieben zu haben. Nein, das habe ich richtig geschrieben, aber er hat ja alles übernommen. Ja. Ich wollte eigentlich nur diesen Teil vorgelesen haben. Den kann ich nochmal löschen. Warte, wir probieren das nochmal. Ich kann nämlich dem plastischen Reader auch sagen, welche Sprache er nehmen soll. Wir machen das nochmal. I like to make a coffee for you, Jutta. Das ist nicht so dolle, ne? Jetzt gehen wir hier rein. Jutta. Warte. Wir suchen Englisch. Welches hättest du gern? Australisch? USA. Britisch ist Englisch. Ah, nee, da habe ich, hab ich schon USA ausgewählt. Okay, lass nochmal. I like to make a coffee for you. Naja, also besser war es auch nicht. Also das kann auch Sprachen. es kann auch verschiedene Erkennungen natürlich in den Sprachen machen, zum Beispiel die Verben. Like ist hier klar markiert als Verb. Das heißt, mit dem plastischen Reader kann ich auch im Fremdsprachenunterricht wunderbar arbeiten. Man merkt schon ein bisschen, ich muss mich erst wieder an die Arbeit mit dem Stift gewöhnen. Also ich arbeite mal mit dem Stift, mal mit der Tastatur. Und da merkt man, dass man auch alles braucht. So, das war der plastische Reader. Genau, den kann ich noch mal ganz kurz für den Fremdsprachenunterricht noch mal ergänzen. Also warum der jetzt da Meka gesagt hat, das kann ich nicht nachvollziehen, weil normalerweise ist die Aussprache, zumindest was das Englische anbelangt, sehr, sehr gut. Und das ist ja auch etwas, was gerade jetzt, man merkt, auch im Homeoffice den Schülerinnen und Schülern fehlt, dass sie kein Gegenüber haben und gar nicht wissen, wie wird das Wort jetzt richtig ausgesprochen. Das heißt, es kann ein tatsächlich integrativer Bestandteil sein, von Unterricht den einzusetzen, um dass man sich etwas vorlesen lassen kann und auch nochmal korrigieren kann, ob man eventuell einen Satz richtig geschrieben hat. Dann lässt man ihn vorlesen und merkt schon, ob das funktioniert oder nicht. Das ist Englisch, es sind unglaublich viele Sprachen drin. Chinesisch geht auch, Arabisch in verschiedenen, Französisch natürlich, Italienisch und so weiter. Also da sind schon wahnsinnig viele Sprachen drin und ein Kollege meinte auch, der des Chinesischen mächtig ist, dass das tatsächlich schon ganz gut funktioniert, auch mit dem Chinesischen tatsächlich. Achtung, Jutta, ich stelle mal eine männliche Sprache um, ja? Das kann ich nämlich auch machen, männlich, okay, Achtung. I would like to make a coffee for you, Jutta. Ja, war schon besser. Ja, und dann kann ich aber noch was machen, pass auf jetzt hier. Jutta. Ja, er sagt immer fünfmal Jutta. Jutta. Merkst du was? Pass auf. Und jetzt? Achtung. I would like to make a coffee for you, Jutta. Und schneller, ja. I would like to make a coffee for you, Jutta. Auch das ist für den Sprachenunterricht genau das Richtige, auch bei dem Vorlesen, wenn man jetzt bei Deutsch bleibt und auch Deutsch als Fremdsprache hat oder wenn es anders an das gerade Erlernen einer Sprache geht, dass man sich dann direkt die Worte passend mit der Grammatik anschauen kann und langsam das Lesen unterstützen und das Lesen lernen kann. Es werden ja auch die Worte werden auch markiert, die gerade ausgesprochen werden. Das hilft auch gleichzeitig nochmal, das stärker zu verinnerlichen, weil auch viele Kinder, die eine Lese-Rechtschreibeschwäche haben oder eine Schwierigkeit dort haben, sich an manchen Worten ja länger aufhalten und so kriegen sie eine Orientierung. Das kann tatsächlich sehr gut unterstützend wirken, gerade auch in inklusiven Settings. Pass auf, ich lese dir nochmal was vor. Ich möchte gerne einen Kaffee. Oh, das ist erstaunlich, dass er das so gut geschafft hat, weil ich habe das ganz falsch geschrieben. Ach so. Ich möchte gerne einen Kaffee. Ein Kaffee. Ja? Ja. Ich kann also auch Worte, die ich komplett falsch schreibe. Ich schreibe jetzt mal anstatt Kaffee ein C und mit V. Ja? Oi, oi, oi. Bitte nicht zugucken, nicht nachmachen. Ja, das ist der Hinweis, nicht nachmachen. Mal gucken, wie er das interpretiert. Das kriegt er bestimmt hin. Ich möchte gerne ein Kaffee. Ein Kaffee. Ja. Und dann merkt man schon, es stimmt etwas nicht. Und auch gerade in der Fremdsprache kann man dann anfangen, damit quasi zu korrigieren und die Dinge beenden. Okay, beenden war das Stichwort. Das war OneNote mit Stift habe ich auch schon gezeigt. Also meine wunderbare Maske zum Selbstbauen mit Beschreibungstext, mit allem Pipapo ist auch fertig. Ich glaube, hier können wir ganz glücklich sein, dass das alles wunderbar funktioniert. Word haben wir auch schon gezeigt. Lass uns mal weitergehen, Jutta. Darf ich vielleicht noch, bevor wir weitergehen, noch mal eine Ergänzung zum OneNote machen, warum das Notizbuch ja so spannend ist für den Einsatz in Schule tatsächlich?
Das ist auch, was viele Lehrer berichten, die OneNote einsetzen. Die machen ihre kompletten Stundenplanungen darauf, inklusive der Arbeitsblätter. Das heißt, man hat ja die Möglichkeit, verschiedene, wie in einem Notizbuch auch, für sich verschiedene Registerkarten zu machen und kann dort quasi seine Stundenplanungen machen, seine Themen zusammensuchen und kann das dann passgenau an die Schüler wieder ausspielen. Wenn wir nachher zu Microsoft Teams kommen, kann man das ja nochmal erwähnen, dass es dort eben, dass es wäre eine komplette Session nochmal, die man macht, die wir auch schon gemacht haben. Aber die Verknüpfung ist eben da, dass man nicht nur seine Notizen macht, sondern dass man das ja auch für den Schüler gleich wieder ausspielen kann und andersherum. Genau, also Teams ist schon erwähnt. Ich zeige es mal, läuft natürlich wunderbar hier. Muss mich nochmal verbinden. Jetzt bin ich in der gleichen Konferenz und muss ganz schnell den Lautsprecher ausschalten. Ausschalten! Zack. Klingt ein bisschen wie auf der Enterprise. Das ist klar, weil wir ja jetzt im Studio sitzen und wir quasi den gleichen Ton haben. Ach, jetzt sehe ich mich mal selber, wie ich hier schön. Ich sitze ja in so einer schönen Welt, wie du mich siehst. Schön. Ja, lustig. Genau. Hab ich noch gar nicht gesehen. Meinst, wir haben eine Frage, die über Mixer reingekommen ist. Ja. Und zwar, ob diese Stifteingabe beim Surface, ob die wirklich auch problemlos funktioniert, auch wie beim iPad. Also ob die Nutzung quasi problemlos funktioniert, ob es mal hackelt, ob manches besser geht, anderes nicht so gut. Mhm. Also wie da deine Erfahrungen sind. Also ich würde mal das Teams trotzdem jetzt hier wieder runterklappen, sonst sieht das so komisch aus. Also diesen wunderbaren Stift, das ist, glaube ich, jetzt die dritte Generation, die ich habe, der hat erstmal eine Geschichte, die unterscheidet ihm auch ein bisschen. Er hat hier eine kleine Batterie, die mir jetzt rausgefallen ist, die man hier einlegen muss. Die hält sehr, sehr lange. Also dieser Stift muss aber nicht geladen werden. Das heißt, er hat er muss nicht geladen werden, sondern es ist eine kleine Batterie drin, mit der man sehr, sehr, sehr lange arbeiten kann. Ich will keine Zeitangaben machen, am Ende werde ich dann noch in die Pflicht genommen, dass da irgendetwas Wichtiges passiert wäre, was ich nicht richtig gesehen habe. Ich muss mal aus dem Teams rausgehen, sonst siehst du gar nicht mehr so schön auf meinem Bildschirm aus. Also der Herr Specht muss einfach mal auflegen. Zack. So, besser. Das funktioniert prima. Er hält an dem Gerät, also man kann ihn hier anklicken. Er ist also magnetisch, es gibt kein Fach oder etwas Ähnliches. Er liegt sehr, sehr gut in der Hand und es gibt verschiedene Spitzen, die man hier vorne einklicken kann. Ich wechsle sie eigentlich nie. Ich habe immer die Standardspitze dran und kann damit ganz prima arbeiten. Und ich kann ja noch mal zeigen, was man so alles machen kann. Ich habe hier gerade mir heruntergeladen ein Whiteboard. Hallöchen, okay. Und habe mir jetzt hier den Stift und jetzt kann ich tatsächlich, ich will nochmal versuchen, etwas zu skizzieren. Ich kann erstmal ganz normal sehr weich schreiben. Ich finde, dass die Oberfläche vom Surface Go gut gelungen ist und man so ein bisschen so eine leicht gummierte Erfahrung hat. Das ist nicht wie Papier, es ist nicht rau. Einige, die mit Tablets arbeiten, kleben ja auch Folien auf. Ich bin kein Freund von diesen Folien, damit sie noch mehr Papiergefühl haben. Ich finde eigentlich, man kann auch die Hand wunderbar auflegen. Das sieht man jetzt auch. Also ich kann die Hand auflegen und trotzdem weiterzeichnen, weil es ja ein Stift ist, der induktiv arbeitet. Also nicht die Hand zeichnet jetzt nicht und auch nicht der Finger. Also ich kann jetzt nicht mit dem Finger zeichnen, sondern es zeichnet tatsächlich der Stift. Da ist er wieder. Ich kann verschiedene Farben natürlich nehmen, um hier meine Corona-Wölkchen, das ist mein Thema heute, zu illustrieren. Was ich ziemlich cool finde, ist diese Linealfunktion, wo man quasi mit mehreren Fingern arbeiten kann. Und jetzt kann man hier angelegt wunderbar gerade Linien zeichnen, sogar parallele Linien. Ich kann das aber auch jetzt wieder drehen. Dann bekomme ich geschnittene Geraden. Da merkt man also, dass ich doch mal Mathelehrer war. Das ist jetzt nicht mehr parallel. Da muss ich nochmal nachgucken, was hatte ich denn hier für einen Winkel. Der wird übrigens auch gleich angezeigt auf dem Whiteboard. Kann ich nochmal gucken. 17 Grad, dann kann ich hier runtergehen. 17 Grad. Ups, 18 ist zu viel. 17. Jetzt kann ich hier wieder weiterzeichnen. Also ich finde, es ist ein sehr, sehr schönes Gefühl. Man hat natürlich den Markerstift und kann jetzt bestimmte Elemente markieren. Und man kann hier auch Texte einfügen, wo man jetzt schreibt, Beschreibung wieder. Und kann die dann anfassen auf dem Whiteboard.
Jetzt hast du gerade mehrfach den Begriff Whiteboard verwendet und zeigst uns das ja auch schon. Ist das denn eine zusätzliche App, die man sich auch wiederholt oder ist das auch mit schon drauf? Ist das in OneNote? Wie hängt das jetzt zusammen? Und ich kenne Whiteboard immer als interaktives Whiteboard im Klassenzimmer. Wie kann man das verknüpfen miteinander? Also wie soll ich sagen? Das Thema Whiteboard ist erstmal ja nur so eine Art Metapher dafür, dass ich auf einem weißen Blatt, was in der Regel sehr groß ist, etwas aufmalen kann. Und es gibt in dieser Welt, in der wir uns jetzt befinden, dafür verschiedene Lösungen. Ich kann, wie man vorhin gesehen hat, direkt im OneNote zeichnen. Das heißt, bin ich per Teams mit meinen Schülerinnen und Schülern verbunden und sie haben alle das Kursnotizbuch offen, dann kann ich dort direkt reinschreiben und direkt dran arbeiten, dann sehen das die Schüler. Habe ich aber eine einfachere Situation, so wie ich sie jetzt hier auch habe. Also ich habe quasi vor mir diese Tafel. Whiteboard ist ja nichts anderes als eine Tafel, wo ich hier wunderbare Dinge draufmalen kann. Ich habe gerade den Regenbogenstift genommen. Hey, den kannte ich noch gar nicht. Dann ist das so, dass ich die ja per Bildschirm teilen kann. Also ich kann jetzt in Teams, das könnte ich mit dir mal machen. Da muss ich aber wieder in meine Session reingehen. Da ist die Maus. Also ich gehe wieder auf unseren Termin. War ich ja gerade ganz kurz draußen. Und teilst quasi wieder deinen Bildschirm. Genau, ich würde jetzt mal mit dir ganz kurz meinen Bildschirm teilen. Muss nur mein Mikrofon ausschalten. So. Okay, und jetzt müsstest du bei dir, das sieht man jetzt auch auf dem anderen Gerät, jetzt habe ich quasi mit allen Teilnehmern, ich bin ja selber der Teilnehmer, das ist ja lustig, irgendwie fühle ich mich jetzt ganz komisch. Also einmal bin ich Herr Specht, hier auf dem kleinen Gerät, und einmal bin ich selbst der Teilnehmer, sehe ich jetzt quasi live, was auf dem Whiteboard passiert. Das heißt, ich kann wie an der Tafel Schülerinnen und Schülern etwas erklären. Das Schöne ist, ich kann mit dieser App, die heißt Microsoft Whiteboard, kann ich Personen einladen, mit denen ich das Whiteboard teilen kann. Und ich kann es auch sofort über die Funktion hier in Teams posten. Dann muss ich ein Team haben. Das heißt, ich kann die Ergebnisse auch dort hineinbringen. Es ist quasi ein weiterer Weg. Es gibt also aber es noch... Also auch da die Möglichkeit, wenn man jetzt an den Remote-Unterricht denkt, also den Fernunterricht, dass man trotzdem quasi eine Tafel benutzen kann mit seinen Schülern, etwas erklären kann. Alle Schüler sehen es, wenn sie mit in dem Meeting mit drin sind. Es wäre aber auch im analogen Klassenzimmer die Möglichkeit, dass man über irgendwelche Anschlüsse das dann wieder an die richtige Tafel projiziert. Das heißt, man hat sein Tablet in der Hand, zeichnet das da drauf und es wird direkt übertragen auf das zur Verfügung stehende Whiteboard oder den Bildschirm. Genau, es gibt ja in den verschiedenen Tablet-Welten immer auch die Möglichkeit, direkt auf dem Beamer ein Bild zu schicken, sogar von jedem Schüler. Die eine Welt heißt Miracast, die andere heißt Apple TV oder Apple TV. Wie man es macht, ist eigentlich gar nicht immer die gleiche Funktion. Es sitzen Schülerinnen und Schüler oder auch Lehrpersonen im Raum und möchten ihr Beispiel zeigen, so wie wir das jetzt hier gerade auch machen. Und dann kann man das einfach dahin schicken. Das geht also auch drahtlos. Man kann es aber jetzt auch im Fernunterricht über das Bildschirm teilen ganz wunderbar machen und kann somit auch mit dem Whiteboard arbeiten. Was ja eine wichtige, ich gehe mal wieder hier raus, was ja eine wichtige Funktion ist, wenn man jetzt Fernunterricht tatsächlich miteinander macht, dann sollen die Schüler ja möglichst auch, wenn ich Instruktionen gebe, auch zuschauen können, vielleicht auch selber was skizzieren können, das sofort teilen können. Und das funktioniert mit dieser App Microsoft Whiteboard sehr, sehr, sehr gut. Und man hat viele Funktionalitäten. Man kann Bilder einfügen, das sieht man hier unten alles. Man kann vor- und zurückgehen. Man hat 1000 Zusatzfunktionen, noch Aufkleber, habe ich auch noch nicht ausprobiert, ein PDF einfügen und so weiter. Also es sind unheimlich viele Funktionalitäten, die wichtigsten sind, aber ich habe eine Tafel mit verschiedenen Farben und ich kann dort jetzt Dinge hin und her schieben und bearbeiten und löschen. Das habe ich ja eben auch gemacht. Ich kann also nochmal mit der Rückseite des Stifts immer löschen. Ein großer Vorteil von dem Microsoft-Stift ist, dass die Kappe oben nicht verloren geht. Da habe ich gehört, das passiert bei dem Apple Pen relativ häufig. Ich finde, das sieht sehr stylisch aus, aber das kann hier einfach nicht passieren, weil die Kappe ist quasi ein Schalter. Und pass auf, jetzt wird es gleich Magic. Wenn ich zweimal da drauf klicke, die Kamera mal auf das Gerät nochmal, ja, sonst sieht man das nämlich nicht. Also ich kann diese obere Taste belegen und wenn ich zweimal drücke, dann geht bei mir automatisch das Tool auf, mit dem ich Bildschirmschüsse machen kann, und ist automatisch der Screenshot gemacht. Das heißt, hier habe ich jetzt einen Screenshot
Und den kann ich jetzt abspeichern, zum Beispiel ganz normal. Da bin ich in meinem normalen Dateisystem Dokumente oder eher zu Bilder, Screenshot einfach speichern, zack. Und dann habe ich mein Ergebnis gespeichert und kann es auch weiterschicken, kann damit weiterarbeiten. Also finde ich ganz toll, diese Funktion. Andere legen sich im Klassenzimmer dort Funktionen drauf, zum Beispiel Folienwechsel bei PowerPoint. Dann braucht man keinen Klicker mehr, sondern man hat nur noch seinen Stift und kann sagen, ein Klick und zwei Klicks. Also das kann man ja einstellen, also Doppelklick und einem. Und die Einstellung erfolgt meines Wissens ganz einfach, wenn man hier in der Suche mal Stift eingibt, dann hat man dieses Menü Stift Einstellungen. Und jetzt kann man hier alle möglichen Funktionalitäten einstellen und kann dann auch hier weitere sozusagen Funktionalitäten, nämlich hier unten das mit den Stiftabkürzungen eintragen und kann jetzt sagen, welche Kurzbefehle sollen hier eingetragen werden. Das will ich jetzt nicht machen, das ist ein bisschen langweilig in so einer Session. Genau, aber man kann sich aussuchen, welche Funktion man dahinter machen müsste. Also ich finde so für das Arbeiten finde ich die Löschfunktion das Richtige, also weil das wirklich ein schönes Radiergummi ist und ich das nicht immer wechseln muss. Aber wenn man viel präsentiert und nicht noch zusätzlich so einen, sage ich mal, Vor- und Zurückschalter mitnehmen will, dann finde ich das mit dem Stift sehr stylisch, weil man damit seine Präsentation einfach steuern kann. So, das dazu. Zack, das war so ein bisschen Whiteboard. Genau, wir haben jetzt noch 15 Minuten. Wollen wir noch mal Apps zeigen? Oder Apps? Was ist denn? Apps? Mhm. Was sind denn Apps? Apps zeigen. Eine App, wie du am Anfang angefangen hast, dass man mal in das GeoGebra reinschaut oder dass man mal in die Schlaumäuse reinschaut oder also dass man einfach nochmal zeigt, wie das aussehen kann. Wir fangen mit GeoGebra an. Oder die Anatomie oder so. Können wir auch gleich machen. Mit GeoGebra fange ich deshalb an, weil wir uns hier ganz wundersamerweise die Funktion, die uns alle im Moment betrifft, anschauen können. Ich kann dir reinschreiben, F von X ist... Wenn er denn tippen würde. Plus, was mache ich falsch? Moment. Möchte mein GeoGebra nicht. Das ist wieder der Vorführeffekt. Jetzt muss ich nochmal gucken. Du meinst bestimmt die Exponentialfunktion, die uns gerade natürlich zeigt. Wollte ich zeigen, wie exponentielles Wachstum funktioniert. Aber im Moment möchte er mir keine Funktion aufrufen. Ich mache nochmal ein neues Blatt. Vielleicht, weil ich mit dem Stift das... gerade gar nicht so gemacht habe. Ah, genau, es war mein Fehler. F von X gleich 2, dann das kleine Hütchen hoch X. Und da sehen wir ganz wundersam eine ganz fantastische Exponentialfunktion. Willst du sie sehen? Ich sehe sie gleich. Wie, du siehst sie gleich? Ich kann parallel zugucken auf YouTube. Habe ich parallel auf YouTube und Mix und so weiter zu. Da kannst du sie gleich sehen. Ich schiebe sie mal noch ein bisschen ins Bild. Und jetzt kann man ein bisschen ahnen, wo das Problem liegt. Hier vorne der Teil, der ist nicht so wichtig, sondern hier vorne, also da, wo es dann losgeht, das ist die Verdopplungsrate. Wenn wir sozusagen 2 hoch x hätten, würde das ja bedeuten, in einem bestimmten Zeitraum immer die Verdopplung. Und die Idee war ja jetzt, dass wir hier, das könnte ich jetzt auch skizzieren, eine Kurve dazu malen. Ich habe das noch nie gemacht in letzter Zeit. Vielleicht kann ich das aber in eine Ellipse, eine Hyperbel. Ich glaube, da kann ich das einfach machen. Tangenten kann ich da dran. Ich kann so viel machen gerade. Jutta, für die nächste Stunde bin ich nicht da, wollte ich nur mal sagen. Ja? Ich bin in GeoGebra abgetaucht. Ich gebe auch zu, dass ich mich nicht mit allen Dingen beschäftigt habe, aber ich kann hier ganz tolle Sachen reinzeichnen und jetzt habe ich einen Kreis reingezeichnet. Das habe ich ja ganz toll gemacht. Das wollte ich natürlich nicht zeigen. Das kann ich auch alles wieder löschen. Das hatte ich mir nochmal angeschaut. Wobei es ja auch Experten gibt, die sagen, wenn wir jetzt weitermachen, dann drehen wir uns im Kreis und fangen nächstes Jahr im Herbst wieder von vorne an. Ja, also. das finde ich gar nicht so falsch. Ich mag das Tool über alles. Und wir haben sie wenigstens einmal gesehen. Jetzt hat er immer noch diesen wunderbaren Kreis. So, jetzt hat er ihn nicht mehr. Und ich kann mir das dann hier auch woanders hinschicken. Ich hoffe, wir drehen uns nicht im Kreis. Ich lasse es mal dabei. Also Mathematik in allen verschiedenen Facetten. Wenn man ein neues Blatt mal eröffnet, dann kann man hier, das will ich nicht speichern, dann kann man hier aus ganz vielen Bereichen der Geometrie, 3D,
Tabellenkalkulation, Statistik, Prüfungsmodus. Also man kann sehr, sehr, sehr viele verschiedene Funktionalitäten auswählen und damit eine ganze Menge machen. Auch Mathematik, gerade auch für die unteren Jahrgänge, ist das ganz wunderbar, was man dort machen kann. Na, jetzt war ich aber hier bei den Vielecken. Ich kann hier also ganz tolle Geschichten reinzeichnen. Ich kann die Punkte setzen und dann die auch verschieben. Und dann kann ich mich damit beschäftigen. Jetzt habe ich einen Punkt dazugefügt. Was sind das für Figuren? Ich kann regelmäßige Endecke machen. Ich kann Winkel einzeichnen und kann diese Winkel auch messen. Und dann sieht man hier oben den Winkel. Das habe ich nicht gut gemacht. Na, beweg dich mal. So. Und dann sieht man hier genau den Winkel zwischen diesen Objekten. Und so kann ich sehr, sehr, sehr viel mit diesem Werkzeug machen. Bereiten Sie sich gut vor. Ich habe das für die Session nicht intensiv mehr angeschaut, weil mich haben andere Dinge fasziniert. Mich hat fasziniert. Jetzt kommen wir mal ein bisschen näher an die Apps, die auch wirklich richtig großen Spaß machen. Eine ist von Klett. Da habe ich mir jetzt einfach mal zum Ausprobieren habe ich mir mal die Testversion geholt. Und was ich abgefahren finde, Achtung, ja, also wer ein bisschen sensibel ist, der sollte jetzt wegschauen. Wir gucken uns mal das Herz an, Jutta. Okay, also wir sind im Fach Biologie jetzt, komm, der Körper. Komm, warte, ich gehe wieder rein, das musst du live sehen, sonst macht das gar keinen Spaß. Ich bin im Fach Biologie, ich hole dich wieder rein, muss wieder alles abschalten, so. Und jetzt teile ich meinen Bildschirm, ja? Ja. Und zwar nur die App. So, jetzt siehst du was. Ja. Oh. Und das Tolle ist, dieses Herz, ich kann das drehen. Ja. Und das schlägt jetzt auch so ins. Das Loch ist sehr lustig, weil das sind so Schwarzbereiche, die ich da reinmalen kann. Also rein, oh, guck mal. Ja, und soll ich dir was sagen, wie das mir eben ging, als ich nicht richtig diese Kurve einzeichnen konnte? Pass auf, ich zeig's dir. Da hast du die Herzfrequenz erhöht. Da habe ich die das Herzfrequenz. Ist eine App, die sich um den Körper kümmert? Oder, was nein, das wir ist da? Eine 3D-Visualisierungs-App. Wir haben unheimlich viele Themen. Wir haben zum Beispiel noch das Sonnensystem. Das kann ich auch noch mal zeigen. Das fand ich auch total spannend. Auch wenn Astronomie leider wirklich zu meinem Leidwesen in vielen Fällen ja nicht mehr zum normalen Fächerkanon gehört, kann ich dir jetzt die Planeten zeigen. Das dauert ein Momentchen, das sind riesige Datenmengen. Man sieht aber, das kleine Go macht das hier eigentlich ganz schön. Ich kann das jetzt neigen und ich kann hier einen Zeitraum machen. Ich müsste nur viel näher ran zoomen, weil, weißt du, wen wir hier sehen, der mit dem Ring? Saturn. Ja, ja, aber weißt du, ja, guck mal hier, jetzt kommen wir ein bisschen näher an uns ran. Aber, ja, und wo sind wir? Da, das, auf der blauen. Ah, ich merke schon. Und guck mal, da kommt doch vorbeigesaust, ne? Mhm. Und da hinten, der Saturn, ich finde, das ist fantastisch, was man hier machen kann und kann so ein bisschen wirklich ganz viele Dinge sehr, sehr einfach erkennen. Man hat ein Whiteboard, wo man den Schülern zugleich ist in der App integriert, auch noch bestimmte Informationen reinmalen kann, die dann auch in der Animation weiter erhalten bleiben. Also ich könnte zum Beispiel jetzt hier reingehen und könnte hier eine Kugel einmalen und dann schwarz auf schwarz. Super gemacht, super. Kennst du noch den Leitspruch, wenn man sich die Planeten merkt? Nee. Jeden Sonntag erklärt mir mein Vater die neuen Planeten. Ach. Na, testen wir nachher. Ne? Ja, guck mal, jetzt siehst du auch das, was ich da drauf gemalt habe. Ja. Ich finde das eine ganz tolle App. Die braucht ganz schön Power, aber man sieht, es läuft auch jetzt über Teams. Also ich habe ja Teams auf, ich teile meinen Bildschirm mit Video, ja, mit allem Schnick und Schnack, habe noch ein paar Apps offen. Es läuft eigentlich ganz wunderbar. Ne? Guck mal, passt jetzt zu meinem Bildschirmhintergrund, zu meinem Hintergrund hier. Ja, das passt. Warte, ich habe aber noch was. Das ist längst nicht alles. Jetzt wird es richtig putzig. Und das hat mich also wirklich begeistert. Und zwar das hier. Das dauert ein Momentchen. Lassen wir das mal im Hintergrund laden. Ich habe noch was für den Lehrer. Na, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Wir brauchen, glaube ich, viel mehr Zeit. Für den Lehrer, für die Korrekturen, auch eine wichtige Frage. Welche App benutzt du bei Korrekturen?
Ich habe mir vor langer, langer Zeit, als die Surface-Reihe auf den Markt kam, habe ich mich für Drawboard entschieden. Warum auch immer, ich mag diese App total, ich mag diese Steuerung und man kann dort wunderbar Korrekturen an PDF-Dokumenten machen. Das dauert jetzt ein Momentchen, die Lizenz wird gecheckt. Hier habe ich jetzt nur die Testversion, auf meinem eigenen Rechner natürlich die echte, das ist klar. Dauert ein Momentchen, nicht vergessen, ich habe im Hintergrund auch noch hier meine andere App laufen. Die tut da noch was, die lädt da in aller Ruhe vor sich hin. Das ist ein Riesenpaket, 1 Gigabyte Daten werden hier bei dem Anatomie-Projekt geladen. Die lassen wir mal noch ein bisschen arbeiten. Und hier habe ich jetzt zum Beispiel ein Schülerarbeitsblatt. Tatsächlich, wie es auch Schüler ausfüllen, das liegt hier auch. Das kann ich auch noch mal in die Kamera halten. Das ist genau das Arbeitsblatt. Das habe ich einfach ein Foto gemacht. Foto ist ja dabei, Kamera ist dabei. Habe ich einfach fotografiert und hier reingelegt. Und jetzt kann ich mir verschiedene Stifte raussuchen. Den Rotstift natürlich, klar. Und jetzt kann ich hier in das Arbeitsblatt reingehen und kann mir mit einer schönen Transparent hier etwas einstellen. Ich kann einen anderen Stift nehmen und meine Korrekturen hier einfügen, die man vielleicht gar nicht lesen kann. Ich kann es natürlich vergrößern, verkleinern. Man sieht schon, es ist im Querformat. Das heißt, die Drawboard mag ich einfach total. Ja, sie ist nicht kostenfrei. Tatsächlich, sie kostet Geld. Und sie ist für den Lehrer aber ein wunderbares Tool, weil das, alles das wird jetzt gespeichert. Und ich kann es an den Schüler direkt zurückgeben mit meinen ganz konkreten Anmerkungen, die ich habe. Und als zweites, es sind auch alle meine Dokumente noch offen, habe ich hier mal einen Text geöffnet, der auch passend zum Thema ist, zum Thema Remote Learning. Ich kann das vergrößern. Und was ich sehr schön finde, ist der Textmarker. Ich kann mir also jetzt hier tatsächlich ohne, ich wackel ja mit dem Stift, ne? Ich kann mir also ganze Passagen ganz sauber markieren. Dann kann ich mir hier ein Ausrufezeichen dran machen. Weil ich glaube, dass die beiden Dinge, nämlich dass zum Beispiel Grundschulen gar nicht auf Remote Learning vorbereitet sind, nochmal markieren und kann sagen, das habe ich geschrieben. Diesen Text, den findet man auf meinem Blog ganz am Anfang der Krise. Und tatsächlich stellt sich ja jetzt heraus, dass in den Grundschulen auch die größten Probleme auftreten, die auch nicht zurückkommen können. Und so kann ich als Lehrer ganz wunderbar arbeiten. Ich gehe mal wieder hier rüber. Ich hatte recht, es hat im Hintergrund geladen. Ich teile meinen Bildschirm wieder. Ja. Damit du auch was Tolles zum Abschluss siehst. Pass auf, dieses Ding ist wirklich, also ich könnte das stundenlang machen. Okay, siehst du was? Ja, ich sehe ein Skelett, ein Menschenskelett. Genau. Was jetzt passiert? Was passiert? Das was? Ist ein abstrahiertes Skelett. Ja, das ist ein abstrahiertes Skelett, aber das war nicht meine Idee. Halswirbelsäule und die Rippen. So, genau. So, und jetzt, das wollte ich dir zeigen. Das ist ein Auge. Jetzt guck dir das an. Ich kann mir das in alle Ecken drehen. Mit 2 Fingern kann ich mir das irgendwo anders hinziehen. Das ist natürlich jetzt über die Funktion, dass ich das auch noch über Teams sende, ist das natürlich ein Wahnsinn. Ich kann das Ding mir drehen, wie ich es brauche. Und wenn ich es vergrößere, das jetzt fängt er aber an, hier wirklich was zu tun. Wenn ich das jetzt vergrößere, dann gehe ich in das Auge rein. Pass auf, noch weiter. Und jetzt bin ich aber drin. Also jetzt bin ich in dem Auge bei den Stäbchen und den Zäpfchen tatsächlich gelandet und kann mir ganz genau anschauen, wie das jetzt in dem Auge innen feststellt, kann das wieder verkleinern. Und komm wieder zurück. Hier hinten sieht man dann die verschiedenen, also den Sehnerv natürlich ganz hier hinten an der Ecke. Ich kann mir aber auch die Muskeln anschauen. Das sind die roten Dinger, die mein Auge bewegen. Die Blutgefäße. Ich bin so begeistert und ich kann das mit allen Körperteilen machen. Und das kann ich mit diesem ganz kleinen Surface Go machen. Also wirklich eigentlich ein kleines Gerät. Das fasziniert mich. Und das geht sogar mit Bildschirmteilen, weil hätte ich nicht gedacht sofort, dass das so wunderbar funktioniert. So, Jutta, dann? Fazit. Fazit. Was haben wir alles gemacht?
Also mein Fazit ist auch ein bisschen, man braucht ja im Unter, also es ist immer ganz gut, viele verschiedene Apps zu haben. Und da hat sich in den letzten Jahren, was auch so die Produkte und die Qualität der Apps und die Verfügbarkeit der Apps für den Unterricht anbelangt, da hat sich unglaublich viel getan. Wenn man noch vor 5, 6 Jahren vielleicht nur so 3, 4 Standardsachen hatte, ist mittlerweile wirklich für jedes Fach was verfügbar, was man nutzen kann. Und dann die Kombination, einen Convertible zu haben, das heißt einen Laptop mit einer Tastatur, mit dem man wunderbar Textverarbeitung und Tabellenkalkulation und so weiter ohne Probleme machen kann und gleichzeitig aber auch das Tablet hat, um dann eben so was wie die Augensimulation mit den Händen auch sich erfahrbar zu machen. Das ist schon, finde ich, mit so das der Pluspunkt, weswegen sich so ein Gerät auch für den Unterricht für Schüler eignet. Ich habe dir zugehört, aber ich war vertieft in mein Auge. mein Fazit ist, Holzauge sei wachsam. Wahnsinn. Also ich werde mich die nächsten 2 Stunden in diese Anatomie vertiefen und ganz viel erfahren, warum meine Augen vielleicht nicht mehr so toll sind und nicht so ein komisches Gestell auf der Nase tragen muss, was da eventuell etwas schwächer geworden ist und nicht mehr so gut funktioniert. Für mich ist es so, das ist hier wirklich das Beste aus 2 Welten. So habe ich angefangen und dazu stehe ich auch. Wenn man dann noch Stift, ich klappe das Ding zu, dazu den richtigen Adapter, kann ich nur empfehlen, das Netzteil, falls doch mal die Puste ausgeht. Wenn ich das alles zusammennehme, dann kann ich nur sagen, das braucht man zum Lernen heutzutage. Es ist mir klar, dass das nicht für alle Kinder sofort funktionieren wird. Aber liebe Politik, ihr wisst ja, wo es lang geht mit dem Digitalpakt. Das ist wirklich was, wo man richtig gut lernen kann. Und die Zukunft geht zu solchen Geräten mittlerweile bei allen Herstellern. Und wie lange hat der Hersteller mit dem Apfel darüber geunkt? Niemals wird er ein Gerät mit einer Tastatur verbinden, wie das iPad. Und nun ist sie auch da. Also man merkt einfach, dass der Wunsch nach Geräten, die beides können, das Beste aus 2 Welten zu vereinen, da ist. Ich bedanke mich bei dir, Jutta. Vielen Dank, dass du da warst. Es ging jetzt doch rasend schnell zum Schluss und ich habe ganz viel Neues entdeckt. Ist vielleicht auch die Idee von dem Live-Format. Wir machen mal noch mal eine Sendung, wo wir noch mal ein paar Apps uns angucken. Echt? Aber dann will ich mir was wünschen. Na, dann gucken wir mal. Ja, also ich möchte so eine App haben, wo ich meinen Urlaub machen kann. Weil ich brauche irgendwie eigentlich Urlaub, aber ich will mit so einer App irgendwo anders auf eine Insel. Das wird es ja wohl geben. Es ist Wahnsinn. Wir sitzen alle zu Hause und ich will da aber auch so ein paar Leute treffen, die mit mir einfach mal in Ruhe über einen guten Tee philosophieren. Vielen Dank. Das war die Teachers Academy zum Thema, was ist das richtige Gerät, das Beste aus 2 Welten. Mein Name ist Thomas Schmidt. Vielen Dank an Microsoft und alle, die uns hier unterstützen. Danke an Jutta. Das war's.